Auf meiner Suche nach Dingen, die mein oder euer Leben besser machen können, habe ich mittlerweile schon vieles ausprobiert, aber von einer Sache hört man in dieser Self-Improvement-Welt immer wieder. Journaling. Ich muss ehrlich mit euch sein, ich dachte nie so wirklich, dass es etwas für mich ist. Trotzdem habe ich es ausprobiert und das Ganze dokumentiert. Was das Ganze für riesige Auswirkungen auf mein Leben hatte, hätte ich niemals gedacht. Die Geschichte beginnt letztes Jahr im Frühling. Meine Freundin hat mir damals ebenso ein besagtes Journal geschenkt, aber ich war irgendwie zu faul, um es auszuprobieren. Aber Dominik, was ist Journaling eigentlich? Auf gut Deutsch, Tagebuch führen. Wir werden aber weiterhin Journaling sagen, einfach weil sich das viel cooler anhört. Es gibt super viele Arten, auf die wir später eingehen werden, aber alle sollen mehr oder weniger dieselben Ergebnisse hervorbringen. Journaling soll produktiver und glücklicher machen und soll außerdem Stress und Angst reduzieren können. Der Main Benefit jedoch soll die mentale Klarheit sein. Und das sind alles Dinge, die ich wirklich gut gebrauchen kann. Es gibt verschiedene Arten von Journaling. Einerseits wäre das sogenannte Free Writing, bei dem man einfach nur aufschreibt, was man gerade im Kopf hat. Das kann über eine Situation sein, die einen vielleicht belastet oder über Dinge, die heute noch anstehen. Es kann wirklich alles sein. Einerseits hilft das, die Gedanken aus dem Kopf rauszubringen. Wenn die auf Papier stehen, denkt man viel weniger darüber nach und da ich persönlich oftmals zum Overthinken tendiere, ist es wirklich ein guter Vorteil. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind meine Gedanken immer in so einer Wolke, wo sich ständig neue Denkansätze bilden und alte Denkverläufe verlieren und diese aus dieser Wolke zu Papier zu bringen, macht diese besagte Wolke wesentlich klarer. Dann gibt es noch das sogenannte Bullet Journaling, wo man einfach sein komplettes Leben organisiert bekommen soll. Man schafft hierbei ein chronologisches System, in dem man Ziele aufschreibt und Dinge tracken kann. Das soll nicht nur helfen, alles im Überblick zu behalten, es soll auch motivieren, da man die Sachen schließlich vorher aufschreibt und sich dann wirklich verpflichtet fühlt. Mit einer Zusammenfassung des Fortschritts macht man das Ganze auch viel messbarer, als wenn man es nur im Kopf behält, was auch ein Vorteil sein kann. Die Betonung liegt hierbei auf kann, denn bei mir haben diese Sachen zwar funktioniert, es gab aber ein riesengroßes, tiefer liegendes Problem. Ich krieg's einfach nicht hin, mich regelmäßig hinzusetzen. Manchmal denke ich mir, ja okay, wo fange ich jetzt an oder ist es vielleicht gerade das Richtige, dass ich diese Zeit gerade nutze, um mich hinzusetzen und das aufzuschreiben, obwohl es eigentlich eh wahnsinnig einfach ist, weil ich einfach nur meine Gedanken aufschreiben muss, Mann. Es hört sich so absurd an, weil es ist einfach nur, ja, okay, Dominik, setze ich halt hin und schreibe, aber es fällt mir persönlich wirklich gar nicht so einfach. Dann lernte ich jedoch, dass es sogenannte geführte Journals gibt. Darin steht einfach drin, was man ausfüllen sollte und das Ganze dauert auch nicht so lange. Es gibt super viele Arten, super viele Praktiken, manche sind sehr kurz, manche sehr lang, aber das, was mir wirklich geholfen hat, ist Folgendes. Lass mich euch diesen Typen hier vorstellen. Das hier ist Marcus Aurelius, der letzte von den 5 guten Herrschern des Römischen Reichs. Der Bre war ein ziemlich interessanter Typ. Nicht nur war er zu seiner Zeit einer der mächtigsten Menschen der Welt, er hat auch super oft seine Gedanken zu Papier gebracht. Diese Niederschriften fand man und die wurden dann anschließend in ein Buch gepresst, sodass man heutzutage die intimen Gedanken eines Herrschers lesen kann. Er hat es damals wirklich nur für sich selbst aufgeschrieben und es ist irre interessant, das zu sehen, weil sogar er hatte zum Beispiel Probleme, morgens aus dem warmen Bett zu kommen. Ihr seht schon, der war absolut based, aber ich schweife hier ab. Marcus Aurelius ist so ziemlich der Großvater von diesem Journaling-Ding und er verfolgte folgende Prinzipien. Man soll sich am Morgen für den Tag wappnen und am Abend soll man reflektieren. Immer mal wieder soll man sich selbst unangenehme Fragen stellen und diese dann ehrlich beantworten und seine Lieblingsquote soll man ebenfalls aufschreiben, einfach um die zu verinnerlichen. Das hört sich für mich logisch und cool an und außerdem wirkt es nicht zu überwältigend. Meine Freundin Sona und ich wollten eine super minimalistische, effektive Journaling-Routine, die sich einfach aufs Wesentliche beschränkt. Außerdem sollte sie einfach nicht zu lange dauern und die sieht folgendermaßen aus. Direkt nach dem Aufstehen schreibt man sich kurz 3 Dinge auf, für die man dankbar ist. Am Anfang dachte ich mir immer, ja okay, ist ein bisschen seltsam, diese Dankbarkeitsdinger, wie viel soll das bitte bringen? Aber wenn ihr nur eine Sache aus diesem Video mitnehmt, dann lasst es bitte das sein. Es macht so einen großen Unterschied, vor allem für mich, als jemanden, der seinen Tag sonst gut und gerne mal in Social Media beginnt und da direkt mal irgendwelche Schlagzeilen liest, die ihr eigentlich gar nicht lesen will, ist es ein absoluter Game Changer. Kennt ihr das, wenn ihr krank seid und sobald ihr krank werdet, denkt ihr euch, yo, wie konnte ich meine Gesundheit so für selbstverständlich nehmen? Und dann, wenn man wieder gesund wird, denkt man sich so die ersten 1-2 Tage, yo, richtig nice, dass ich wieder gesund bin, und dann vergisst man wieder drauf. Das ist genau dieses Gefühl, nur immer wieder, jeden Tag, immer am Morgen. Und das ist halt ein super simpler Lifehack, der meiner Meinung nach wirklich irre viel Upside hat. Dann macht man sich eine To-Do-Liste, bei der die wichtigste Aktivität des Tages gekennzeichnet ist. Die Liste soll nicht zu lang sein, da es schnell überwältigend und frustrierend sein kann, wenn man dann nicht alles schafft. Also circa 3 bis 4 Punkte, maximal 5. Und das war's mit morgen. Das dauert keine 5 Minuten. Es hat aber die Morgenroutine, mit der ich zugegebenermaßen wirklich schon mein Leben lang struggle, weil ich es einfach nicht in den Griff kriege, wirklich positiv bereichert. Am Ende des Tages gibt es dann noch 2 essentielle Fragen, über die man ein paar Minuten nachdenken soll. Was habe ich heute gut gemacht? Das hilft, den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und ist auch gut für die Psyche, da man sich wirklich schön vor Augen führen kann, was man denn geschafft hat oder gut gemacht hat. Es kann halt wirklich alles sein, die kleinsten Sachen. Dann der etwas unangenehme Teil.
was kann ich morgen besser machen? Das ehrlich aufs Papier zu bringen, hat nochmal einen ganz anderen Effekt, als das einfach nur im Kopf zu haben. Diese kurze kritische Selbstreflexion ist wirklich ein Top-Werkzeug, um jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Ich dachte mir auch am Anfang immer, ja okay, warum sollte ich das jetzt wirklich aufschreiben? Ich kann es mir ja auch denken. Aber dieses Schreiben macht es einfach so viel realer. Ich denke mir zum Beispiel, okay, ja, heute war die Ernährung nicht sonderlich gut. Ich habe Sachen gegessen, die ich nicht essen sollte, kann ich mir denken. Aber wenn ich abends aufschreibe, yo, ich habe Sachen gegessen, die ich eigentlich nicht essen sollte, fühlt sich das an, als würde es nochmal ein bisschen tiefer sich in mein Gehirn brennen, wenn man versteht, was ich meine. Wenn man Vergangenheits-Ich einfach nur denkt, yo, wir müssen ein bisschen besser essen, dann ist es nicht so ernst, wie wenn mein Vergangenheits-Ich wirklich schreibt, yo, wir müssen ein bisschen besser essen. Es ist ein weirder Effekt. Wir haben dann für genau diese Journaling-Routine ein eigenes Buch entwickelt. Das ist unser erstes Produkt und wir wollten was machen, was nicht nur cool aussieht, sondern was auch potenziell einen positiven Unterschied machen kann. Wir haben das Rad natürlich nicht neu erfunden, aber so ein Buch ist einfach praktisch, weil man es überall hin mitnehmen kann. Und außerdem ist es ein bisschen motivierender, wenn man das in einem coolen Buch hat, meiner Meinung nach. Mir fällt es damit leichter. Aber Freunde, ihr kennt mich, ich habe das Prinzip, Sachen, die mir helfen und die euch eventuell helfen können, niemals hinter eine Paywall zu geben. Ihr könnt das Buch kaufen, wenn ihr wollt, aber ihr könnt diese Journaling-Routine genauso auf jedem x-beliebigen Blatt Papier durchführen und somit auch die positiven Benefits mitnehmen und das Ganze für 0 Euro. Hier sind nochmal die genauen Fragestellungen eingeblendet. Es macht wirklich Sinn, also es macht wirklich einen Unterschied. Was wir hier auch drinnen haben, sind jede Menge Reflexionen, wo man sich nochmal seine Ziele und Ambitionen vor Augen führen kann, und sporadisch tauchen jede Menge unangenehme Fragen auf, die einem helfen sollen, sich mehr mit sich selbst auseinanderzusetzen und herauszufinden, wo man eigentlich hin will oder wer man eigentlich sein will. Die Bücher gibt es in 4 verschiedenen Designs, 2 eher hell gehalten und 2 eher dunkel gehalten. Wir wollten einfach sicherstellen, dass für jeden was dabei ist. Also, was hat es bei mir jetzt konkret gebracht? Seitdem ich das mache, fühle ich mich so, als wäre mein Kopf klarer und als hätte ich eine genauere Richtung. Ich fühle mich, so wie, denke ich, jeder mal öfter verloren, und mich hinzusetzen und einfach darüber nachzudenken, yo, was ist eigentlich meine Mission, motiviert mich nicht nur, es beruhigt mich auch ein bisschen, weil ich mich dann ein bisschen weniger lost fühle, wenn das Sinn macht. Ich denke aber, der wirklich größte Vorteil ist diese Konstante im Denken. Ich bin oft ziemlich tief drin in meiner Routine und laufe halt einfach komplett auf Autopilot. Manchmal habe ich einfach nur den Kopf unten und bin am Arbeiten und vergesse zu reflektieren oder mich zu fragen, yo, bin ich noch auf dem Kurs, auf dem ich eigentlich sein will? Mich einfach jeden Tag diese Sachen zu fragen und diese auch niederzuschreiben, stellt einfach sicher, dass ich jeden Tag einen Denkanstoß in die richtige Richtung habe. Und ich weiß, wofür ich dankbar sein kann, startet der Tag einfach viel besser, und wenn ich eine To-Do-Liste mache, dann stellt es auch sicher, dass ich ein paar Sachen fertig bekomme. Mich dann am Abend noch zu fragen, was war gut, was nicht, gibt mir so ein bisschen eine Vogelperspektive auf mein Leben und das, was ich eigentlich den ganzen Tag tue. Und wie gesagt, dafür braucht man nur ein Blatt Papier und einen Stift. Nichts weiter. Und das kann man sogar elektronisch machen, obwohl ich Schreiben besser finde, weil ich denke, dass es ein bisschen intimer ist. Ich bin in den letzten Monaten wirklich großer Fan von dieser Gewohnheit gewesen, obwohl ich am Anfang dachte, es wäre cringe, aber je älter und je schlauer ich werde, desto mehr realisiere ich, dass sich selbst versuchen zu verbessern und auf sich selbst Acht zu geben, alles andere als cringe ist, sondern das ist halt einfach nötig. Vor allem in der heutigen Zeit, wo es so viele Ablenkungen gibt wie noch nie und diese auch so einfach zugänglich sind wie noch nie, kann Journaling wirklich eine gute Konstante sein, um sich immer wieder vor Augen zu führen, was wirklich wichtig ist. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan von diesem Selbstoptimierung, Self-Improvement-Ding, und da gehört nicht nur die körperliche Gesundheit dazu, sondern auch die mentale. Und das hat mir diese Gewohnheit wirklich gegeben. Bleibt gesund, mögen alle eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!